Guten Morgen. Die Nachrichten lassen ja nun wirklich wieder einige Fremdwörter durch die Medienlandschaft geistern und Fremdwörterbedeutung. Da bin ich noch mal ganz schnell hinterher. Und zwar, eigentlich war ja die Schlagzeile im Moment Blutgerinnsel und deswegen ist der AstraZeneca-Impfstoff nicht ganz so gut, ne? Ja, und erst hatte sich Deutschland da ein bisschen vor oder da vorgeweigert, die AstraZeneca-Impfung einzustellen. Naja, gut. Ja, Blutgerinnsel. Mir fiel das heute in den Nachrichten auf, dass Blutgerinnsel einmal verwendet wurde und ab da sprach man dann von Thrombose. Wenn man bei Blutgerinnsel bei Google nachguckt, also wegen Blutgerinnsel, dann fällt auch auf, dass dann das Wort Thrombose kommt. Ich komme gleich darauf zurück. Die Nachricht wurde dann am 5.3.21 bei NetDoktor aktualisiert. Also eine Thrombose ist ein Gefäßverschluss durch Blutgerinnsel. Am häufigsten entstehen Thrombosen in den Venen am Bein und so weiter und so fort. Ja, gut. Blutgerinnsel. Blutgerinnsel, wenn man Blutgerinnsel eingibt, hier passiert Folgendes, und zwar Blutgerinnsel, ich zeige das nochmal kurz, wird vorgeschlagen, Symptome erkennen und so weiter und auch im Kopf und Symptome vorbeugen und so weiter im Kopf. Irgendwie erinnern sich die Leute doch und ja, dann sieht man eben auch Blutgerinnsel, was man da alles so wissen muss. Und das geistert schon so, na, seit einem halben Jahr durch die Medienlandschaft, ne, hier natürlich auch schon früher. Gut, kommen wir zu dem Wort Thrombose. Thrombose. Wenn man das eingibt, Thrombose, dann wird vorgeschlagen der Hirnvene, AstraZeneca, ne, nach Impfung, das passiert, also, oh, die Symptome, man muss ja wissen, woher das kommt, ne, ja, und so weiter. Thrombose, der Hirnvene wird auch mit vorgeschlagen und gucken wir uns mal kurz Hirnvenenthrombose bei Wikipedia an, beziehungsweise das Wort Thrombus, auch das wird vorgeschlagen. Blutgerinnsel heißt das letzten Endes ein Thrombus, eine Art Pfropfen. Ja, und das Begriff für Blutgerinnsel in einem Blutgefäß oder im Herz. Oh, im Herz. Oh, da kann es auch passieren. Ja, aber ich weiß noch, meine Oma, die hatte früher immer von, da musst du aufpassen, da kriegst du Thrombose von. Und das war damals, vor 50, 60 Jahren, war das ein Wort, das geisterte immer so durchs Dorf und ja, der hat auch eine Thrombose oder die hat auch eine Thrombose und Thrombosestrümpfe und ja und alles sowas. Letzten Endes geht es darum, dass eine Thrombose nichts weiter ist als eine Verstopfung von Blutgefäßen. Was kann dabei passieren? Gucken wir zu dem Wort Hirnvenenthrombose und da fielen mir solche Sachen auf. Nochmal, dann wird erklärt, Blutabfluss wird behindert, so dass sich das Blut staut. Es kommt zu einer Anschwellung des Hirngewebes, wenn es im Kopf passiert, ne? Da sich das Gehirn innerhalb des knöchernen Schädels nur wenig ausdehnen kann, steigt der Hirndruck. Ein starker Anstieg des Drucks innerhalb des Schädels ist lebensbedrohlich. Zum klinischen Bild, also Krankheit und Diagnostik, wie man es also entdeckt. Die Hirnvenenthrombose kann sich mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Unterbrechen, Krampfanfällen, Bewusstseinsstörungen, Hirnnervenausfällen und Lähmungen bemerkbar machen. Diese Veränderungen sind einem ischämischen, müsste es glaube ich heißen, Hirninfarkt oder einer Blutung aus einer Hirnarterie sehr ähnlich. Und erst durch Schichtaufnahmen wie das CT oder Kernspintomographie voneinander zu unterscheiden. Betroffene Patienten müssen so schnell wie möglich im Krankenhaus behandelt werden. Die Behandlung besteht in einer möglichst frühzeitigen Auflösung des Blutgerinnsels. Wenn die Schwellung zu lange anhält, sind die Schäden im Hirn irreversibel, also nicht wieder rückgängig zu machen. Schauen wir uns noch einen ischämischen Schlaganfall an. Das sieht dann vom Bild her so aus. Ein frischer Infarkt beim Menschen, naja, und so weiter. Also da werden einem dann schon doch böse Erinnerungen wach. Wer? Nee, das Wort Schlaganfall wurde gar nicht gebraucht. Ne? Aber dass Menschen einfach so umgefallen sind, ist eine andere Geschichte. So, und dann lesen wir hier noch Vorkommen und Häufigkeit. Und jetzt wird es nochmal sehr interessant. Der Schlaganfall ist in Deutschland nach Herzinfarkt und bösartigen Neubildungen, also Krebs, mit 15% aller Todesfälle die dritthäufigste Todesursache. Das steht heute noch in Wikipedia. Mal sehen, wie lange noch.
Unter den Schlaganfällen bilden die ischämischen Schlaganfälle mit etwa 80% die größte Gruppe. Zudem stellt der Schlaganfall die häufigste Ursache für erworbene Behinderungen im Erwachsenenalter dar. Untersuchungen zur Epidemiologie des Schlaganfalls geben für Deutschland eine Inzidenz, wir erinnern uns, ne? Gerade bei Covid wird das immer gerne genommen, von 182 zu 100.000. Oh, 182 Schlaganfälle. Absolut sind dies 150.000 neu aufgetretene Schlaganfälle und rund 15.000 Rezidivfälle. Ach, da habe ich jetzt keine Lust nachzugucken. Die Prävalenz liegt bei etwa 600 zu 100.000 Einwohnern pro Jahr. Der Schlaganfall ist auch die häufigste Ursache für eine Pflegebedürftigkeit im Alter. Ich denke mal, das dürfte genügen zum Thema Blutgerinnsel bzw. Thrombose, wie es ja jetzt gerne gebraucht wird. Wie gesagt, früher Thrombose, ja, das hat ja fast jeder gehabt, das ist in den Beinen, ne? Da hast du dann Krampfadern und sowas, das wurde alles so erzählt, ne? Ja. Ich hoffe, zur weiteren Aufklärung und Wissenserweiterung beigetragen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und einen besten Wunsch für einen schönen Tag für euch. Macht's gut, aber macht was. Tschüss.